Liebe Teilnehmer an diesem Workshop, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem weiteren Workshop Agile Care. Heute ist es so, wenn Sie sich zuschalten, ist es Montag, der 1. Oktober 2018, 20 Uhr. Ich musste aus technischen Gründen diesen Workshop vorher aufzeichnen und ich mache Sie gern darauf aufmerksam, dass Sie auch in diesem Workshop Fragen eingeben können im Chat und auch in diesem Workshop stelle ich Ihnen ein Download zur Verfügung. Nun lassen Sie uns beginnen. Wie immer zu Beginn der wichtige Hinweis, diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Das also wie immer. Ich möchte nun heute aber noch darauf hinweisen, dass ich einige Beispiele bringe, Erfahrungen von Anwenderinnen mit Agile Care, erfreuliche Erfahrungen. Und wenn ich die bringe, dann ist es überhaupt kein Beweis, kein wissenschaftlicher Beweis, dass für die gesundheitliche Entwicklung der Anwenderinnen, über die ich spreche, Agile Care zuständig ist, aber es geht ihnen besser. Und wenn es nur das Problem der Gleichzeitigkeit ist, ich erhebe nicht den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit und kann das hier auch nicht beweisen und erhebe auch nicht Behauptung, dass das nur durch Agile Care so gekommen ist. Das ist also diese Einschränkung, die hauptsächlich aus rechtlichen Gründen hier von mir gegeben wird. Ja, heute geht es wieder wie immer zunächst um Fragen und Erfahrungen der letzten Woche. Und dann möchte ich als prinzipielle Vorgehen für den Erfolg mit Agile Care noch einmal darstellen, weil ich sehr viele Fragen bekomme, was dort wichtig ist und wie man vorgehen soll, um den Erfolg so gut zu sichern, wie zum Beispiel in den Beispielen, die ich im ersten Punkt bringe. Und dann zum Schluss Ihre Fragen von heute und da das eine Aufzeichnung ist, bitte ich Sie, die Fragen in den Chat einzugeben. Die gelangen dann per E-Mail zu mir. Ja, zu den Erfahrungen und Fragen aus der vergangenen Woche. Wir haben hier zunächst erstmal eine technische, möchte mal sagen, pro domo Mitteilung über das Update für Agile Care 2. Dann möchte ich über beeindruckende Ergebnisse einer Anwenderin sprechen, die feuchte, altersgerechte Makuladegeneration hat als Erkrankung. Dann spreche ich über den Erfolg dieser Anwenderin bei Arthrose, Arthritis und Hexenschuss. Und schließlich spreche ich darüber, welche Erfahrungen eine Anwenderin gemacht hat, die unter Herzrhythmusstörungen leidet. Zunächst also zu unserem Update. Für die Agile Care 2 Geräte habe ich in den vergangenen Tagen ein Update herausgeschickt und nur eine einzige Datei, die zu wechseln ist. Ich weiß, dass einige, Sie haben mir das Feedback gegeben, dort technische Probleme haben und ich möchte Ihnen das nicht abverlangen, dass Sie sich weiter mit den Problemen herumschlagen, sondern ich mache Ihnen den Vorschlag, dass ich das dann, wenn ich wieder im Büro bin, bei Ihnen per Fernsteuerung auf Ihrem Computer machen kann. Ab Freitag ist das möglich, also bitte ich Sie, mich Freitag zu konsultieren und dann ist es in wenigen Minuten normalerweise erledigt, gar kein Problem. Wichtig dafür ist es nur, dass Sie das Fernsteuern ermöglichen über das Programm AnyDesk. Also AnyDesk sollte gestartet sein, dann wähle ich mich ein und erledige das bei Ihnen. Ist gar kein Problem. Dann habe ich Fragen bekommen, wann ist das Update für Agile Care 1 gibt. Ich bin nun gerade noch unterwegs. Das Update ist aber von der Software schon erarbeitet und es gibt es also in Kürze auch. Ich sehe dort sehr viele gute Erweiterungen, die ich zusammengestellt habe zu dem Update, auch Korrekturen der Software und gerade für Agile Care 1 auch die Gestaltung im Ablauf der Software in der Art, dass Sie es so genauso komfortabel nutzen können wie beim Agile Care 2. Nun zu einer
mit Mitteilungen zu Informationen, die, als sie mich erreicht haben, mich sehr berührt haben, muss ich sagen. Eine Anwenderin, die feuchte Makuladegeneration, Entschuldigung, die altersgerechte feuchte Makuladegeneration hat, also AMD, in der Form, wie ich sie leider auch kennenlernen musste. Und bei der Anwenderin, es ist eine 78-jährige Anwenderin, liegen auch schon in der Anamnese vor vielen Jahren Probleme vor, und leider hat sie schon aufgrund eines Tumors vor vielen Jahren in ihrer Jugend das Augenlicht eines Auges verloren. Und nun ist es umso härter, finde ich, dass es sie mit der feuchten Makuladegeneration getroffen hat. Bei der feuchten Makuladegeneration verschlechtert sich das Sehen massiv und meistens in einer großen Geschwindigkeit. Die Schulmedizin gibt keine gute Prognose. Sie hat als einziges Mittel, was mir bekannt ist, dann die regelmäßigen Spritzen, die ins Auge geführt werden. Aber das führt auch nicht zu einer Verbesserung, sondern kann nur die Geschwindigkeit der Verschlechterung aufhalten, wenn man Glück hat. Viele Fälle kenne ich, wo selbst das nicht gelungen ist mit dieser Spritzenkur, sage ich mal. Die Anwenderin, über die ich heute hier so Gutes zu berichten habe, und ich möchte gleich nochmal einfügen, Sie sehen es hier in Klammern, dass die Ergebnisse nicht wissenschaftlich bestätigt sind, sondern es sind einfach die Ergebnisse, die gemessen wurden und Ergebnisse, die von ihr auch erlebt werden. Aber ich möchte das weiter erklären. Bevor sie mit Agilcare begonnen hat, hat sich ihr Sehvermögen aufgrund der feuchten Makuladegeneration sehr, sehr schnell verschlechtert. Das schlechte Sehvermögen führt dazu, dass sie nur noch mit Lupe sich bewegen konnte, nur noch mit Lupe überhaupt lesen konnte, auch wenn die Schrift groß war. Und hat sie auch psychisch sehr belastet, dass eben die Erkrankung so schnell fortgeschritten ist bei ihr. Und auf mein Anraten hin hat sie die Anwendung Macular Degeneration One gemacht. Ich habe das hier eingeblendet. Sie sehen dort den Quellencode C976. Das ist also eine der beiden von mir gelieferten Makuladegenerationen. Ich habe sie, weil ich sie auch einsetze für mich selbst, der Anwenderin empfohlen. Und diese Makuladegenerationsanwendung finden Sie in der Gruppe Augen. So, und das hat sie wirklich 5 Wochen lang in folgender Art täglich angewendet. Sie hat nämlich 30 Minuten vor Beginn der Anwendung den Elektrolyttrunk eingesetzt, getrunken, jeden Tag, und ungefähr 30 Minuten, nachdem sie es getrunken hatte, mit der Anwendung C976 begonnen. Die geht ja so ungefähr 35 Minuten. Nach 4 Wochen hatte sie wieder einen Termin beim Augenarzt, und dort wurde mit OCT, das ist eine ganz feine bildliche Wiedergabe der Makula-Struktur, des Augenhintergrundes oder des Auges überhaupt, OCT, also eine computertomografische Darstellung, und ganz deutlich verbesserte sich ihre Messwerte. Man kann in einer OCT-Messung genau sehen, wie die Flüssigkeitsstränge verlaufen, die eben die krankhafte Sache Makuladegeneration, feuchte Makuladegeneration charakterisieren. Und sie hatte deutlich verbesserte Messwerte. Ich glaube, das haben Augenärzte bisher noch nicht gesehen, dass sich eine feuchte Makuladegeneration messbar, mit OCT messbar, verbessert. Und für sie selbst, für die Anwenderin, hat sie natürlich auch besseres Sehen zur Kenntnis oder zum Nutzen gehabt. Brauchte nicht mehr die Lupe zu benutzen, sondern es reicht völlig aus, dass sie ihre Lesebrille benutzt, und auch Autofahren war für sie wieder möglich oder ist für sie wieder möglich nach 4 Wochen. Sie macht das jetzt weiterhin, die Anwendung. Wir hoffen noch auf weitere Verbesserungen. Aber ich finde, das ist ein unglaublich gutes Ergebnis. Und wie gesagt, ich erhebe nicht den Anspruch, dass das auf Agilcare zurückzuführen ist. Das kann ich aus wissenschaftlichen und rechtlichen Gründen, darf ich das nicht sagen. Aber die Anwenderin hat mir wirklich das mitgeteilt. Ich bin voller Rührung, wie gut sie durch
die Anwendung bisher vorangekommen ist. Und ich wünsche ihr, dass es weiterhin noch vorangeht und auf jeden Fall, dass sie diese gute Qualität erhält. Das war also ihre Anwendung bei AMD. Und nun hat sie mir bei ihrem Bericht auch gesagt, Mensch, das Gerät, das ist ja wirklich wunderbar. Ich habe schon in meinem Alter rheumatische Arthritis in den Fingern. Ich kann die Finger kaum noch bewegen bzw. etwas festhalten mit den Fingern. Und immer wenn ich diese Beschwerden stärker bekomme, setze ich die Anwendung A272 ein, rheumatische Arthritis aus der Gruppe Entzündungen. Und es verbessert sich schon während der Anwendung. Und die Verbesserung hält sich über mehrere Tage. Also ich hatte es sehr gelobt, die Anwendung. Nach hier muss ich sagen, sehr, sehr gut. Wunderbar, erhebe nicht den wissenschaftlichen Anspruch, aber die Anwenderin kommt damit wunderbar zurecht. Ich gratuliere ihr zu diesem Erfolg und ich möchte andere ermutigen, bei ähnlichen Erkrankungen, bei ähnlichen Beschwerden, AgiCare mit dieser Anwendung einzusetzen. Ja, und dann hat sie auch noch gesagt, und es ist ja wirklich ein Hattrick, muss ich sagen, die dritte Erfolgsgeschichte bei ihr auch in den letzten Tagen. Hexenschuss hat sie. Und hat auf Anraten ihrer Tochter, die auch AgilCare benutzt, die A141, also Hexenschuss in Klammern Lumbago durchgeführt. Wir finden diese Anwendung in der Gruppe Stütz- und Bewegungsapparat. Und auch mit Beendigung dieser nur wenige Minuten dauernden Anwendung hat sie keine Beschwerden mehr durch den Hexenschuss gehabt. Das ist soweit also die Berichte einer 78-jährigen Anwenderin. Ich muss sagen, hat mich sehr gefreut. Ich muss sagen, es hat mich sehr gerührt. Und ich will Sie mit diesen Erfolgen einer Anwenderin motivieren, auch dran zu bleiben. AgilCare ist eine hervorragende Möglichkeit, Leben ohne Krankheit zu erfahren, zu erreichen. Und deshalb möchte ich Sie nur motivieren und anregen, AgilCare entsprechend einzusetzen. Ich stehe Ihnen bei Nachfragen gern zur Verfügung. Nun kommen wir zu einer zweiten Anwenderin. Sie ist 66-jährig und hat seit circa 4 Jahren leidet sie unter Herzrhythmusstörungen. Herzrhythmusstörungen haben ja sehr, sehr viele Menschen. Und dort gibt es ja zur Therapie Medikamente, es gibt zur Therapie Operationen. Die Operationen sind aber oft nicht erfolgsführend und müssen sehr, sehr oft wiederholt werden. Ich kenne Kollegen, die sich das über 40 Mal haben operieren lassen, bis es dann ein Erfolg war. Und die Operation hat natürlich viele riesigen Nebenwirkungen. Und deshalb macht es sich gut, erst einmal mit anderen Methoden zu arbeiten. Das hat sich die Anwenderin, wie gesagt, auch zu Herzen genommen. Sie hat auf mein Anraten hin das Programm Herzrasen, in Klammern Tachykardie, aus der Gruppe Herz-Kreislauf eingesetzt. Diese Anwendung hat den Quellcode Index A139 und da ich ihr gesagt habe, es könnte sein, dass das noch notwendig sein, weitere Anwendungen durchzuführen, da hat sie die auch von mir wieder empfohlene Anwendung Gehirnströme stimulieren, Alpha-Zustand aus der Gruppe Nerven durchgeführt. Das ist der Quellcode 101 und siehe da, sie hat während der Anwendung A101, nachdem sie also erst einmal A139 gemacht hat, während der Anwendung A101 Gehirnströme, Alpha-Zustand, eine Beendigung der Attacken der Arrhythmien gehabt. Also auch ein wunderbares Ergebnis, was hier selbstverständlich von mir unwissenschaftlich wiedergegeben wird. Aber ich denke, wer so vorgeht und solchen Erfolg hat, der hat recht und ich möchte alle, die Herzrhythmusstörungen haben, darauf hinweisen, dass es diese Möglichkeit mit AgilCare gibt und möchte es Ihnen auch empfehlen. Ja, zwei sehr, sehr erfreuliche Mitteilungen, die mir immer sehr nahe gehen und die auch für mich, sagen wir mal, ein nicht nur Lob, sondern auch eine Würdigung meiner Aufwendung, meiner Entwicklung, meiner Weitergabe dieser Methode darstellt und ich bin sehr froh darüber. Deshalb möchte ich jetzt auch einmal noch in aller Kürze darauf eingehen, weil ich da viele Fragen bekomme, wie gehe ich optimal mit AgilCare um? Ich hatte ja schon gesagt, dass die Anwenderin mit der AMD und mit ihren
Arthritis und Hexenschussanwendungen, dass die immer das Elektrolyt vorher nimmt, und ich empfehle Ihnen das auch. Nehmen Sie das Elektrolyt, das hat sich bewährt für Anwender, Anwenderinnen, die über 19 Jahre sind, also ab dem 20. Lebensjahr ist der Unterschied ganz deutlich, weil wir nämlich mit dem Trunk die Elektrolyte verbessern, und das dient der Weiterleitung der elektromagnetischen Energie durch unsere menschlichen Zellen, um noch besser und sicherer die Parasiten zu erreichen. Das ist also die Voraussetzung, die ich Ihnen empfehle. Machen Sie es, testen Sie es. Sie werden sehen, Sie kommen besser zurecht, wenn Sie Elektrolyte einnehmen. Ich habe jetzt im Download Ihnen das Rezept noch einmal hier dargestellt. Sie können es also jetzt auch downloaden, während ich hier weiter auf die prinzipiellen Vorgehensweisen mit Agilcare eingehe. Dann die Umgebung. Die Umgebung sollte eine ruhige Umgebung sein. Wir sollten in einer ruhigen Atmosphäre sitzen, möglichst, oder liegen. Beim Sitzen die Beine und auch beim Liegen die Beine nicht übereinander schlagen. Wir nehmen die Elektroden in die Hand. Die Hände berühren sich nicht dabei. Oder wir verwenden die optional möglichen Klebeelektroden, Haftelektroden. Und dann können Sie sich einfach in voller Ruhe der Anwendung hingeben und sich bei der Intensität von mir empfohlen, sagen wir mal auf 50%, den Regler vorne am Gerät, der stellt nämlich die Intensität, den Regler auf 50% stellen. Hier gilt nicht, mehr bringt mehr, aber wenn Sie es möchten, können Sie natürlich auch das höher stellen. Bitte erschrecken Sie nicht, wenn dann beim Frequenzwechseln sozusagen eine größere Sensibilität da ist. Das gehört zur Physiologie des Menschen, das so zu empfinden, und ist überhaupt nicht ängstigend, sollte Sie überhaupt nicht ängstigen. Und sollte es aber Ihnen unangenehm sein, dann drehen Sie den Regler ein klein wenig zurück. Sie sollten bloß nicht unter 40% gehen. Das entspricht, wenn wir das mit einem Uhrzeiger betrachten, also nicht weniger als 10 Uhr. Ich empfehle, es auf 12 Uhr einzustellen. Ja, und wenn wir das also gut durchgeführt haben, dann sollten wir noch wissen, und Anwender, die das schon länger machen, wissen das durch meine Informationen, dass das Entgiften notwendig ist. Denn wenn wir Parasiten zerstören in unserem Körper, dann werden Gifte, Schadstoffe frei, Schwermetalle frei, und da entgiften wir uns mit Trinkwasser, mit sauberem Trinkwasser selbstverständlich. Und ich empfehle zusätzlich Naturzeolit 10 Mikrometer zu nehmen, weil das noch besser entgiftet mit dem Naturzeolit. Beim Naturzeolit bitte darauf achten, dass es von bester Qualität ist. Auch hier bin ich Ihnen bei Nachfragen gern beratend behilflich und schätze gern auch die Qualität an, ob das Naturzeolit für Sie geeignet ist oder nicht. Ja, und wenn wir das alles getan haben, dann kann es sein, dass schon nach einer Anwendung, nach zwei Anwendungen oder, so wie das bei Tumoren der Fall ist, nach 90 Anwendungen wir unser Körper den Abwehrkampf gegen die Krankheit gewonnen hat. Denn wir minimieren, eliminieren, dezimieren die Parasiten, die eine Symbiose mit der Krankheit eingehen. Das machen wir ohne Nebenwirkungen, ohne Schwierigkeiten, ohne Gefahren mit Agilcare. Und dann ist unser Immunsystem, unsere Abwehrkraft stark genug in Relation zu den Gegnern, sozusagen zu den Parasiten, in Relation zur Erkrankung, mit der Erkrankung möglicherweise fertig zu werden. Das ist also das prinzipielle Vorgehen. Sie können das auch in der zu Ihrem Gerät mitgelieferten Gebrauchsanweisung nachlesen. Und dort habe ich das noch einmal beschrieben. So, jetzt würde ich die Downloadmöglichkeit beenden. Und da wir hier heute eine Aufzeichnung erleben, ich also nicht live bei Ihnen sein kann, bitte ich Sie, Ihre Fragen in den Chat einzutragen. Die gelangen dann zu mir. Und ich werde sie möglichst schnell beantworten. Ich gebe mir da alle Mühe. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Workshop, der am Montag in einer Woche, also am 8.10. 20 Uhr stattfindet, und dann wieder live. Alles Gute, leben Sie ohne Krankheit.